Publikum. Ich darf Sie recht herzlich zu unserer Premiere des Stücks Robin Hood begrüßen. Gleichzeitig ist es auch noch die Premiere unseres Vereins, weil doch mit dem halben Jahr seit der Gründung noch ein recht junger Verein. Und unser erstes Stück, wie gesagt, für den Anfang möchte ich mal noch was einstreuen. Und zwar haben wir heute ein Geburtstagskind im Raum. Einer unserer Darsteller, der dieses Jahr leider nicht mitspielen konnte, das ist der Jens Wagner. Steh mal wieder auf und komm mal bitte rüber. Nein, Sir, hast du bekommen? Bin ich denn nur von Stümpern umgeben? Wisst ihr eigentlich, wie wichtig dieser Mann ist? Das war Robert von Locksley. Und ihr habt ihn entkommen lassen. Erzähle ich euch das überhaupt? Seht bloß zu, dass ihr zum Schloss zurückkommt. Nochmal, lasst ich einen solchen Fehler nicht durchgehen. Und jetzt verschwindet! Locksley! Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Kommt heraus und schließt euch mir an. Tja, wie ihr wollt, dann werdet auch ihr bald als Verräter hängen. Wird eine fette Beute. Ein Goldtransport von Prinz Johann auf dem Weg nach Nottingham. Sie müssten jeden Moment hier sein. Und wenn Sie nicht hier lagern, sondern weiterreisen? Ja. Sie müssen hier bleiben. Es wird bald dunkel. Und das ist weit und breit die einzige Lichtung. Siehst du? Also gut, versteckt euch! Alle zurück auf mein Kommando! Thank you.
Habt ihr ihn erwischt? Nein. Naja, egal. Da kann es nicht gefährlich werden. Habt ihr die Truhe? Die Kutsche und die Kutsche gut versteckt. Dort liegt ein Busch. Die Kutsche steht da hinter den Bäumen. Gut. Dann lasst uns zurück zum Lager gehen und auf unsere Reiche beide anstoßen. Ja? Können wir nun übers Geschäft reden? Geschäft? Mein Name ist John Little. Du bist in unserem Wald, du benutzt unsere Wege. Da ist eine kleine Gebühr für dich. Mein Name ist Robert von Locksley und wir befinden uns hier auf dem Land meiner Familie. Zumindest war es mal das Land meiner Familie. Und du verlangst Wegzoll von mir. Ja, ist doch egal, wem der Wald gehört. Du willst ihn durch und wir stehen dir am Weg. Was gibt es da noch zu fragen? Also, was trägst du da volles bei dir, Robert von Locksley? Ich trage nichts bei mir, außer meiner Kleider und meinem Schwert. Du behauptest, dein Name sei Locksley und dass dir dieses Land gehöre? Und nun sagst du mir, dass du nichts Wertvolleres bei dir hast. Eines von beiden ist gelobt, denke ich. Ich sage die Wahrheit. Und außerdem gehört das Land jetzt dem Sheriff von Nottingham. Halt, Paul! Was meint ihr, Jungs? Habt ihr eine Kleider als Wegzoll reich werden? Ja! Hol sie dir doch! Mann gegen Mann. Nur wir beide. Du bist mutig, Robin. Aber das ist mein Spiel. Und ich bestimme die Regeln. Schwert weg oder du bist tot. Junge Entscheidung. Treffen wir. Wenn ich gewinne, bekomme ich deine Kleider. Gewinnst du, darfst du gehen. Ja! Zeig sie ihm! Gold!
Wie sagtest du war nochmal dein Name? John Little? Ich werde dich besser Little John nennen. Na, was sagst du? Den Sock weg, oder du bist tot. Lass gut sein, Jungs. Weil wäre kann. Du hast dich gut geschlagen, du darfst weiterziehen. Aber sag mir, warum du dich alleine im Sherwood herumtreibst? Ich war auf der Flucht vor den Soldaten des Sheriffs. Die wollen mich töten. Da haben wir etwas gemeinsam, Robin. Auch wir sind Geächtete. Komm mit uns. Es wird bald dunkel. Bei uns kannst du die Waffen verbringen und dich satt essen. Bier und Wein gibt es auch reichlich. Ja, Bier und Bier. Na, bist du dabei? Ist schon in Ordnung, Little John. Trotz schwerer Verluste will er die Stadt noch vor dem Weihnachtsfest angreifen. Was ist mit diesem Robert von Locksley? Ich hörte, er sei euch entkommen. Ist das Problem mit meiner Cousine gelöst? Lady Marian, sie könnte uns Probleme bereiten. Das Volk liebt sie. Und Richard? Richard würde ihr glauben. Was diesen Locksley betrifft, so habt ihr recht. Aber lasst mich nur machen, mein Lord. Er wird nicht weit kommen im Sherwood. Und um Lady Marian werde ich mich bald persönlich kümmern. Dann lasst uns zu Tisch gehen und auf meine baldige Krönung anstoßen. Auf euch, König Johann. Was soll das? Du wagst es, uns zu stören? Gibt es Probleme, mein lieber Sheriff? Ihr seht so besorgt aus. Nun, mein Prinz, die Kutsche. Die Kutsche, die Bestechungsgelder für die Barone bringen sollte. Nun ja, sie wurde überfallen. Und das Gold? Ist weg bis auf die letzte Münze. Ich denke doch, dass ihr mir das Gold wieder beschafft, mein Freund. Ehe mein Bruder zurück ist, müssen die Barone ihr Gold erhalten haben. Oder sie stellen sich auf seine Seite. Ich denke doch, dass ihr mir das Gold wieder beschafft. Oder es kostet euch euren Kopf. Wache! Nimm dir 50 Mann und finde diese Räuberbande. Wenn du schon da bist, bring diesen Locksley gleich mit. 10 Pfund. Für jeden, der ihn mir bringt. Und jetzt geh mir aus den Augen.
Warum? Kommst du nicht mit zu uns ans Feuer und feierst mit uns? Ist doch besser als hier Trübsal zu blasen. Warum nicht? Nichts habe ich ihm getan. Ich stehe treu zu König Richard und nicht zu seinem feinen Bruder Johann. Johann will den Thron. Und solange der König fort ist, kann ihm das mit des Sheriffs Hilfe auch gelingen. Er ließ meinen Vater töten. Seit er weiß, dass ich aus dem Heiligen Land zurück bin, jagt er mich wie einen Hund. Aber was erzähle ich euch das überhaupt? Euch interessiert doch nur euer Bauch. Euer Geldbeutel! Beruhigt euch! Urteile nicht so schnell, mein Freund. Was wir erbeuten, teilen wir mit den Dorfbewohnern. Auch sie leiden unter dem Prinzen und dem Sheriff. Sie haben manchmal nicht mehr genug zu essen. Wir sorgen für sie. Wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Ja! Ja! Dann kämpft mit mir gegen den Sheriff. Zusammen können wir durchhalten, bis König Richard zurückkommt. Langsam. Was sollen wir einfachen Leute schon gegen die Armee des Sheriffs ausrichten? So gern wir helfen würden, wir können nichts tun. Aber wer wird denn so bescheiden sein? Die Goldruhe da hinten, sie trägt des Prinzen Wappen. Die war für irgendetwas bestimmt. Wahrscheinlich Bestechungsgelder. Du willst dich auf einen Feind schließen? Nein! Ich! Will euch anführen. Selbst wenn wir wollten, können wir es nicht mit einer Armee aufnehmen. Wir sind nur Bauern. Wir müssen trainieren. Schwertkampf, Stockkampf, Bogenschießen. Wir müssen die Dorfbewohner auf unsere Seite bringen. Aufgehen werden wir dabei. Ja, das kann gut sein. Aber dann sterben wir für eine gute Sache. Na, was sagt ihr? Folgt mir gegen den Sheriff, gegen den Prinzen und gegen die Unterdrückung. Na, was sagt ihr, Jungs? Klingt noch eine Menge Spaß, oder? Ja! Was soll das? Kommt an unsere Herren gelaufen, ihr Kerl. Ihr
doch mal nach. Wie soll das gehen? Wir gegen den Sheriff. Nicht mit mir. Was habt ihr zu verlieren? Folgt mir und gemeinsam geben wir allen die Hoffnung auf ein besseres Leben. Na, was sagt ihr? Wir sind dabei! Ja! Gut, dann lasst uns gleich anfangen. Wir brauchen ein gutes Versteck, Trainingsplätze und Waffen. Kommt, Freunde, lasst uns dem Sheriff Feuer unter dem Hintern machen. Ja! Schlagt zu wie früher, my lady. Es hat sich viel verändert, seit ihr mit König Richard zu den Kreuzzügen aufgebrochen seid. Deshalb geht! Ich will nicht mit einem Geächteten gesehen werden. Ich kann nicht. Ihr könnt nicht? Nein, ich versprach eurem Vater, euch zu beschützen. Mich zu beschützen? Seid ihr denn in der Lage, auf eure eigene Sicherheit Acht zu geben? Natürlich, aber es gibt nun einmal Dinge, die ich nicht selbst erledigen kann, my lady. Unterschreibt mir diesen Brief und lasst ihn König Richard bringen. Seiner Cousine wird er glauben. Es nähern sich Bewaffnete dem Schatz. Sicher, Soldaten des Sheriffs! Schnell, nehmt mein Pferd! Die dürfen euch hier nicht finden! Also helft ihr mir! Ja, und jetzt verschwindet! Dann steigt ihr teil! Und anschließend die Latrinen putzen! Was wollte dieser Strauchdieb von euch, my lady? Mich bestehlen! Was denn sonst? Mein bestes Pferd hat er mir genommen! Ein Grund mehr, euch hier wegzubringen. Kommt mit auf mein Schloss. Hier draußen kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren. Ha! Ihr wolltet sicher sagen, hier draußen habe ich euch nicht unter meiner Kontrolle. Aber, my lady, wie kommt ihr denn auf so etwas? Ich bin lediglich um eure Sicherheit besorgt. Ein zu großzügiges Angebot. Aber leider muss ich ablehnen. Meine Untertanen brauchen mich. Wie ihr wollt. Und außerdem bin ich kein kleines Kind mehr. Und jetzt geht's! Habt ihr ihn
Nein, Sir, hast du schnell den Wald verschwunden. Ihr Fernsehbürger. Wahrhaft, euer bestes Pferd. My Lady. Viele. Okay, mein Bogen ist jetzt. Nehmt Aufstellung. Fangt an. Und denkt daran, euer Gegner muss sich über die Spielkarriere töten. Es wird. Wir haben fette Beute gemacht, was? Ja. Im letzten halben Jahr haben wir den Sheriff mehr als 10.000 Pfund gekostet. Und ich möchte wetten, auch jede Menge Nerven. Was ist mit deinem Brief an König Richard? Nun, inzwischen müsste er ihn erreicht haben. Der König hat die Belagerung von Jerusalem abgebrochen und befindet sich zurzeit in Frankreich. Nicht mehr lang schon. Bald hat das Kämpfen ein Ende. Schön wär's schon. Ein paar Monate müssen wir noch durchhalten. Unsere Speer sind zurück. Vor 2 Wochen hat eine Kutsche mit Geleitschutz London verlassen. Lass mich raten. Mit dem Ziel Nottingham? Bestechungsgelder des Prinzen an seine Barone. Aber wie ich die Sache einschätze, wird sie dort nie ankommen, oder? In 2 Tagen müsste sie im Schutz. Stopp! Was ist los, Will? Da kommen 2. Ich kann nichts Genaues erkennen, aber sie sind gleich da. Schnell! Jeder auf seinen Posten! Was erlaubt ihr euch, mich so zu erschrecken? Danke, my lady. Und auch euch lasst mich begrüßen. Die Wacht wieder auf ihre Posten! Ihr anderen, übt weiter! Schon, du pass auf, dass sich die Neuen nicht gegenseitig umbringen. Mein Brief angekommen. Ich habe den schnellsten Boten nach Frankreich geschickt. Wissen müsste angekommen sein. Das höre ich gern. Bitte, lass uns einen Moment allein. Robin, der Sheriff hat Verdacht geschöpft. Ich stelle ein Problem für die Pläne des Prinzen auf. Das ist eine Kiste.
Erfolg zu Nottingham. Nächste Woche findet ein Fest auf Schloss Nottingham statt. Teil des Festes ist ein Wettbewerb im Bogenschießen. Der Sieger hält 10 Pfund in Gold. Und außerdem wird das Kopfgeld für Robin Hood auf 100 Pfund erhöht. Was? Nur 100 Pfund? Sage deinem Herrn, ich werde ihn so lange weiter ärgern, bis es 1000 sind. Und jetzt, werft eure Waffen weg und verschwindet! Warum lassen wir sie laufen? Damit sie dem Sheriff berichten können, was hier los war. Und jetzt, lasst uns unsere Ware verteilen. Ha, 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 ha.
Das sind ungefähr 2000 Pfund in Gold. Unsere Vermutung war also richtig. Was ist mit dem Mönch? Bringt ihn zu mir! Wie ist dein Name? Valentisch, Bruder Dack. Ich bin ein Mann der Kirche und ihr dürft nicht... Was ich darf, entscheide ich selbst. Was hattet ihr mit den Soldaten zu schaffen? Ich wurde aus dem Kloster von London verbannt. Die Wachen sollten mich in das Kloster der Grafschaft Nordingham bringen. Ihr wurdet versetzt. Was habt ihr euren Klostervorsteher denn getan? Ja, ich habe einen Offizier des Prinzen Johann verprügelt, als er sich an einer unserer Nonnen zu schaffen machen wollte. Ach, so einer seid ihr also. Nichtsdestotrotz, wir verlangen immer eine kleine Gebühr für die Durchreise durch den Sherwood. Was meint ihr, Männer? Wie wäre es mit dem Kreuz des Dicken? Ja! Ja! Mit Gold! Wenn ihr es haben wollt, dann holt es euch! Kommt bitte! Ihr seid wahrhaft ein Mann der Tat, Bruder Tuck. Einen wie euch könnten wir hier gut brauchen. Ja, wenn ich mir euren Hals so ansehe, ihr könntet wirklich christlichen Beistand gebrauchen. Zum Teufel mit dem Prinzen. Verzeih, oh Herr. Ja, ich bin dabei. Gut. Lasst uns zuerst unsere toten Kameraden gedenken. Und dann lasst uns feiern auf unseren neuen Brudertag. Ja! Holt Wein! Aufwachen.
Soldaten, wir werden angegriffen! Lauf! Danach werdet ihr sterben. Los, Angst! Ergreift ihn! Ja.